Servus, grüß dich. Mein Name ist Didi und ich vertrete Knusenoperz hier in Österreich. Ich habe hier ganz was Besonderes, einer der beliebtesten Mädelsboards oder Damenboards von Knu, das Jamie Anderson Ladies' Choice. Jamie Anderson, wie man sie kennt, mehrfache Olympiasiegerin bzw. X-Game-Gewinnerin. Dieses Board ist ein Wahnsinn für den Park. Du hast einen Hybrid-Shape, bedeutet, du hast einen kurzen Rocker hier in der Mitte und viel Camber vorne und hinten. Durch einen kurzen Rocker sehr drehfreudig, einfach zu fahren. Durch die Gegenspannung, auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei großen Kickern, viel Laufruhe und Stabilität. Das Ganze wird natürlich unterstützt, wie man das von Knu kennt, mit Micro-Traction. Das ist eine gewählte Kante, die ans Eis hin to Powder, mehr Grip, mehr Halt, mit weniger Kraft erfahren. Einfach eine perfekte Unterstützung. Keine Angst, wenn du viel im Park immer auf Raids unterwegs bist, hat diese Kante überhaupt keine Nachteile für dich. Aber du wirst die Vorteile auf der Piste lieben lernen. Weiters haben wir einen asymmetrischen Shape. Was bedeutet das? Aufpassen, hier ist Heel, Ferse, das heißt, das ist die Backside. Aufpassen beim Bindungsmontieren. Bedeutet folgendes: Auf der Backside-Kante haben wir etwas mehr Sidecut. Das heißt, du drehst leichter und hast einen kürzeren Radius. Weiters ist auch der Holzkern auf der Backside weicher, weil Kraftaufbau oder Druckaufbau über die Zehenspitzen geht relativ leicht und über die Ferse schwieriger. Diese Features gleichen das Ganze aus. Zusätzlich haben wir auch einen kürzeren Kantenkontakt auf der Backside und mehr Magnet Traction auf der Backside. Diese ganzen Features helfen dir einfach, um perfekt im Park unterwegs zu sein. Wie gesagt, wenn du die nächste X-Game-Gewinnerin sein möchtest im Park, dann ist das perfekte Board für dich.